Ja, der Abstand ist doch relativ gleich geblieben. Oh, ich krieg zum ersten Mal DRS. Wegen Stroll. Aber warum sind die eigentlich schon hier? Warum muss ich die schon überrunden? Keine Ahnung. Junge, Stroll! Was machst du? Ich habe Leclerc gerade überholt, überrundet. Aber ich hatte in diesem Rennen auch schon echte Überholmanöver gegen Hamilton und Bottas. Okay, ich habe ihn. Und jetzt habe ich wieder ein bisschen Freibahn, denke ich. Da kommt, glaube ich, keiner mehr. Das war richtig schlecht, aber naja. Passiert. Boah, ich Ey, fahre wie ich gerade den so ersten schlecht. Sektor immer Leader Sektor, ja, den ersten Sektor immer Leader hole. So krass. Oh, scheiße, ich bin im Minus. Bei Mercedes ist noch nichts passiert, ne? Inwiefern passiert? Ja, die sind immer noch da, wo sie waren. Oder hat sich da irgendwas verändert, dass sie von den Plätzen her? Ich glaube, Bottas hat Hamilton überholt. Aber Aber bin ich mir sind nicht immer sicher, noch. ob das. Ist Raikön immer noch Vierter? Glaube. Ja, ist er. Alter, warum muss ich schon überrunden die ganze Zeit? Alter, was ist das? Schlechten Autos sind hier offensichtlich wirklich schlecht, aber die guten sind, also wir haben ja auch keinen mega krassen Vorsprung zu den guten. Also die schlechten sind wirklich hier offensichtlich schlecht. Ey, diese eine Stelle, da darfst du wirklich, ich bin mit einem Rad gerade draußen, direkt eine Verwarnung. Frechheit. Hallo, ich mache da mehr Weg und bekomme da so eine Verwarnung, so streng. Wer da safe noch eine Zeitstrafe bekommen. Wow, das war knapp. Da hätte ich beinahe die Wand geküsst. Nicht gut. Das war tatsächlich nicht gut. Oh! Alter! Ich muss mal ein bisschen aufpassen hier, was mache ich denn? Da war richtig der Körb am Start. Der hat mich fast rausgetragen, hätte er mich. Wie wagt der das, Alter? Ist ja gar nicht. Bin jetzt auch direkt hinter Stroll. Im beiden Sektor natürlich, leider. Wann muss man wieder in die Box? Weißt du das? Wenn jetzt schon mal Nee. nachschauen. Mal nachgucken. Wow. 22 bis 25. Okay. Aber meine Reifen sehen super aus. Benzin ist bei Planziel minus 1. Fahr bitte den Motor runter. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan? Okay, er schlägt mir gerade eine Alternative vor. Aktuelle behalten. Was wollt ihr dir geben? Nur 3 Runden früher, aber ich habe ja gerade gesagt, meine Reifen sehen super aus. Er wollte, dass ich nächste Runde gehe, Runde 19. Aber wie Er gibt gesagt, Sinn. Reifen sehen super aus. Mein schlimmster ist, glaube ich, bei 13 oder 12 oder so. Also, hör mal. Fahre ich nicht mal in 22. Ich nix. Ich fahre in 22. Du bist ja sowieso eine Runde später Ja, Minimum. eingefahren.
Ich fahre eine Runde später Minimum, wenn ich nicht sogar erst 24, 25 fahre. Ich hasse Überrunde, ich verliere so viel Zeit. Ein paar sind auch erst jetzt an die Box gegangen. Ich bin jetzt einfach bei Platz 11. Alter. Ich bin gerade bei Platz 13, Eriksen. Vielleicht fahren die in einen Stopp, vielleicht hatten die ganz andere Reifen. Und das kann sein. Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall habe ich Platz 17 oder so überholt. Platz 16 hatte ich dann noch. Und dann war ich auf einmal bei Platz 12. Boah, ja, guck mal, da hat ja, okay, die, glaube ich, Magnussen, weiße Reifen. Ja, wollte ich gerade sagen, Magnussen vor mir hat weiß. Er hält mich so auf. Er hält mich so auf, ey, du bist doch nicht mehr ganz dicht, ey. Weißt du denn, rot-weiß? Ich verliere ungefähr jetzt gar 10 Sekunden. Gelb-weiß oder so. Guck mal, was der macht. Ey, Magnussen. Der ist doch nicht mehr normal! Jetzt zieh doch nur auf die Ideallinie, Alter. Alter, was ist denn mit ihm? Der ist doch nicht mehr ganz sauber, ist der, ey. Was ein Bullshit war das gerade? Gibt's wieder ein, zwei Runden ohne Kamera, die geht nämlich gleich aus. In einer Minute. Und ich gehe erst in ungefähr 3-4 an die Box. Bad. Ja. Ja, ich bekomme hier in jeder Runde gefühlt im ersten Sektor einen lila Sektor angezeigt. Aber du hast keinen gesamten, ne? Gesamt. Ja, schnellste Runde halt. Nein, das habe ich nicht, weil ich bin im zweiten Sektor halt so langsam. Ich muss jetzt mal wieder gut fahren, weil ich habe richtig viel Zeit durch Magnussen und euch andere Überrunde über verloren. Aber es ist halt schon, es sind wieder zwei vor mir. Was ist ja, gerade sind auch zwei vor mir. Seins und noch ein Spaß, die da. Was ist das denn? Mann! Mal gucken, 22 darf ich an die Box, okay. Freue mich schon drauf. Du bist jetzt bei Magnussen, der hält dich so an. Mich hat der ungefähr den kompletten zweiten Sektor, war der einfach vor mir. In jeder Kurve hat der richtig runtergebremst, ey. Das ist unnormal. Ja, das wird bei mir jetzt vielleicht, wenn ich Glück habe. Also er bremst sich gerade im ersten Sektor absolut auf. Beiden, die kämpfen nämlich gerade gegeneinander. Okay, die Kamera ist so eben. Oh, sind die verrückt. Doppel überholt. Oh. Junge, da haben ja, da hast du aber Glück gehabt, dass du die einfach doppel überholen konntest. Ich habe Sainz schon wieder hier im zweiten Sektor vor mir. Über die ganze Breite gerade gekämpft. Den hol ich mir jetzt so, das kann ich nicht. Ich musste auf die Boxenausfahrt ausweichen, um an den vorbeizukommen. What the fuck? Was machst du für Sachen? Jetzt ist Ocon hier. Aber der macht mir wenigstens Platz im Vergleich zu Magnussen vorhin. Boah, scheiße. Hier nehmen wir das ERS noch mit. Danach stellen wir wieder. Vettel hat jetzt zu mir fast 23 Sekunden, also das ist ganz gute Geschichte. Das ist ganz gut, ja. Gehst du direkt 22 oder gehst du 23? Das entscheide ich am Ende der Runde. Okay. Sag's mir einfach Bescheid. Wobei ich es ja angezeigt bekomme, wenn du gehst. Ist ja egal. Ich glaube, ich gehe in Runde 23. Oh fuck, wollte ich herunterstellen. Jo, kannst du machen. Wir stehen parat, kommt diese Runde rein. Schön, dass ihr parat steht, ich komm nicht.
wie diszipliniert wir fahren. Wieso? Ja, weil wir einfach so ohne große Crashes und so jetzt plötzlich wirklich mal gut konstant vorne fahren können. Das ist so. Ja, ja, warte jetzt mal. Wir haben halt immer noch 13 Runden, ne? Boxenstopp. Wenn Vettel und so jetzt an die Box gehen, kann es sein, dass ich da nah rankomme und ich mit denen Scheiße baue. Du mit Vettel? Nicht mit Vettel, mit Bottas oder so vielleicht. Wenn die an die Box gehen, hallo? So weit weg bin ich dann auch nicht mehr. Ja, okay, aber du gehst ja dann auch an die Box. Ja, aber wenn ich dann die eine Runde mit denen Scheiße baue, wer weiß, was da passiert. Wenn der Wagen hinter dir dich überholen will, er hat eine Zeitstrafe. Der hat mir gerade gesagt, es macht nichts, wenn der Wagen hinter dir dich überholen will. Er hat eine Zeitstrafe. Das ist Mobbing. Vor allem so richtig so penetrant hat er es so richtig erwähnt. So, das macht nichts, wenn der Wagen dir hinter dich überholen will. Er hat eine Zeitstrafe. Ah, jetzt bin ich gerade bei Ocon. Zum Glück gehe ich an die Box. Ich hoffe, der geht nicht an die Box, sonst blockiert er mich auch noch beim in die Box fahren. Ich glaube, Vettel ist noch nicht gewesen. Doch, ist er. Raikön ist jetzt vor mir. Ja. Boah, ich kann mit der S in die Box. Geil. Wow. Wer hat's so, nicht gewollt? Zweiter Boxenstopp. Der S in die Box, Alter. Das hat doch jeder mal schon gewollt. Okay. Keine Autos, die. Also, ich komme im Verkehr raus, leider. Aber nicht im Verkehr, wo es um Platzierungen geht. So. Mit Gelb wieder ganz doll aufpassen. Ich habe das ERS erstmal ausgeschaltet zum Aufladen auch. Wobei, auf Niedrig kann ich stellen. Weil ich voll und ich kann es gar nicht. Benutze es gar nicht. Ist auch dumm. Aber erstmal Reifen aufwärmen. Für den Grip. Und dann in der nächsten Runde eine Hotlap zu fahren. Jawohl. Und ich bin wieder bei Platz 12 Van Dorne. Oh nee, ich habe wieder diese beiden Doofen vor mir. Ich glaube Markus und Van Dorne. Nein! Richtig geil! Nice! Okay, Van Dorne habe ich schon mal überholt. Magnus. Das war ein guter, kluger Schachzug, Junge. War richtig geil, ey. Mann, und der fährt auch nicht an die Box. Geht wahrscheinlich wirklich nur einmal an die Box. Oder war dann halt wirklich das eine Mal schon. Magnussen, hallo. Dann machen die uns ja richtig Konkurrenz. Wenn die nur absolut einmal an die Box gehen. Eine Gefahr. Also Magnussen ist wirklich eine Gefahr. Oh mein Gott, was will er tun? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Zweitgefahren. Alter, what the fuck? Ich wusste nicht, was er tun will. Er hat die Ideallinie freigegeben und dann kam aber die Kurve und ich war noch nicht neben ihm. Und ich habe gedacht, okay, der sieht jetzt 100% wieder auf die Ideallinie, um die Kurve nochmal zu fahren. Hat er zum Glück nicht gemacht. Aber bei mir macht er das immer. Ich war auch selber sehr erstaunt. Bei mir zieht er einfach immer auf die Ideallinie. Egal, was ich mache. Es juckt ihn einfach gar nicht. Synchro. Das ist so geil, das. Los, fahr jetzt. Ich bin für den einfach nicht da. Sehr, sehr gut. Oh shit, Junge. Das war unser letzter. Was denn? Ich bin an der Box und da überholen sich gerade beide Force Indias gegenseitig. Und ich komme jetzt wahrscheinlich direkt bei denen raus. Bitte bisschen vor denen, bitte bisschen vor denen, bitte bisschen vor denen, bitte bisschen vor denen, danke. Nur Sainz hat mich zurück überrundet. Das ist doch schön. Fahrer hinter mir. Okay. 10 Runden. Vettel halt wieder auf Platz 3. Ja. Für dich natürlich nicht ganz so optimal, aber
Ja, ich glaube, wenn Bottas schlechter ist, ist es allgemein gut. Ja. Das muss man schon sagen. Klar wäre es besser, wenn Vettel auch nicht da wäre. Wenn einer der beiden vielleicht irgendwie rausfliegen würde, wie bei manchen anderen Rennen, die wir jetzt letztens hatten. Aber das kannst du natürlich nicht immer erwarten. Solange ich Erster bin. Den lilanen zweiten Sektor, was denn hier passiert? Solange ich Erster bin. Leider habe ich da gerade Scheiße gebaut, deswegen komme ich keine schnellste Runde. Aber. Ist ein Bug? Ja. Anzeigefehler. Ja, Anzeigefehler. Keine schnellste Runde. Ja, ich habe aber auch eine schöne schnellste. 12,57. Eine glatte Zahl. Ich habe 12,9. 89. Nice. Oh, da sind wieder zwei Autos vor mir. Alonso und irgendein Force India. Ich überhole wieder Sainz. Nee, Ocon. Ocon, oh, ja, Force India, die überholen sich beide die ganze Zeit. Richtige Dullis, Alter. Ja, jetzt bin ich wieder bei. Jetzt bin ich bei beiden Force India. Die haben richtig Bock. Ocon habe ich. Ich glaube, das wird der neue schnellste. Bin ja, die gelben ersten, Reifen sind gar nicht so schlecht. In den ersten, den dritten lila gefahren. Ach man, meine schöne Runde ist weg. Was eine Scheiße. Eine Runde oder so. Fahren wir lieber das Rennen zu Ende, als Rekorden nachzujagen. Wechsel auf Mischung 1 und gehen den Kurven früh vom Gas. Überrundung, die beiden haben mich gerade 1,3 Sekunden gekostet. Ich habe alles im Griff, Chief. Macht sich Sorgen wegen meinem Benzin, Alter. Soll mal weggehen. Meins ist wieder im Plus. Ich war ja kurz im Minus, aber... Ich war so gefühlt das ganze Rennen im Minus. Bin richtig auf High Risk gefahren, Alter. Oh nein, ich dreh mich. Scheiße. Fuck. Muss wieder auf die Strecke. Nichts kaputt? Nee. Ist schon mal gut, aber schnell wieder los. Aufpassen, dass die Reifen nicht wegrutschen jetzt, wenn du auf dem Gras warst. Boah, da hatte ich Glück, dass ich hatte nämlich einen kleinen Stupser gegen die Bande auch. Da hatte ich Glück, dass er nicht so gut gegangen ist. Okay. Das hört sich ja super an. Ein Schreckmoment. Das wäre natürlich jetzt mega hässlich, wenn einer von uns rausfliegt. Und mega cool, wenn wir das dritte Rennen hintereinander als Erster und Zweiter fahren würden. Ja. Wir haben es immer mal wieder vereinzelt geschafft, glaub dreimal. Und dann jetzt drei hintereinander. Das wäre Bombe. Wir haben es insgesamt sechsmal oder so geschafft. 5-6 Mal auf jeden Fall. Das wäre krank. Oh, Alonso und Ocon wieder vor mir. Nice. Das hört man auch gerne, wenn die ganze Zeit ein vor einem sind. Okay, aber in Runde 30 jetzt gleich. So, Runde 30, noch 6 Runden. Komm, bitte, einfach alles... Muss einfach alles gut gehen, vielleicht bauen die anderen noch irgendwie Scheiße, dass Vettel irgendwie rausfliegt oder Bottas oder beide. Nur kein Safety Car, bitte. Oh, das wäre richtig, das wäre echt hässlich. Wir haben so einen schönen Abstand. Zu dir habe ich ordentlich Abstand und zu Vettel haben wir beide echt einen schönen Abstand. Ja. Ich glaube, du 20, ich 40. So ungefähr. Das ist ultra krass. Die werden, glaube ich, gerade aufgehalten von Magnussen. Sehr gut. Das
sehe da einen weißen Punkt und ich sehe die da hinten. Okay, jetzt haben sie ihn alle überholt. Schade. So, jetzt sind wir gleich wieder im Plus mit dem Pentane. Dann passt die Sache. Wow, der hat mich fast rausgedreht. Bisschen gerutscht. Neue persönliche beste Runde bei mir. Anna. Sauber heißt, du fährst auch schnell. Yep. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Kann sein, dass ich Gasly jetzt zum zweiten Mal überrunde. Ist Platz 18. Kommt auch an, was. Ja, dann ja. Oh, geh doch weg, ey. Ey, wie er wieder auf die Ideallinie zieht. Ohne Müll, was wollen die alle von mir? Es ist so nervig. Überrunder mögen mich einfach nicht, habe ich so das Gefühl. Ich hatte ehrlich bei diesem Rennen in den Überrundern noch nicht so viele Probleme. Einen kleinen Schock, aber ansonsten bin ich da eigentlich ganz zufrieden. Ich hatte keinen Schock, aber ich habe ultra Zeit verloren. Vor allem durch Magnussen, Alter, so ein Spassi. Den will ich kriegen, Dad. Sechsundzwanzig Sekunden zu Vettel. Wohl. Kann man mal machen. Ich will nochmal in die Box gehen. Ich auch. Obwohl irgendwer den die 3-Box-Strategie gemacht hat. Ja, die einen haben nur eine 1-Stopp, das ist, glaube ich, das. Die meisten haben die 2-Stopp. Ja. Ich glaube nicht, dass jemand was anders genommen hat. Das ist halt auch komplett. Die sind manchmal so dumm, diese Strategien, dass die einen einfach rot-rot-gelb und die anderen einfach rot-rot-rot-gelb. Wofür? Ja, naja, du kannst halt schneller fahren, ne? Also A, kannst du mit den Reifen musst du nicht so, kannst du anders umgehen, und weil sie halt dann frischer sind, also das merkt man ja, wenn du die Runde einmal eingefahren hast, eine Runde, dann kannst du ja eigentlich, fährst du mit neuen Reifen ja immer dann kurz wieder, also irgendwo lila Sektor und so, du fährst halt wirklich mit 0% viel, viel schneller als mit 30%. Und ich meine, das ist zwar in der Strategie da langsamer, aber manche denken sich halt so, okay, mein Fahrstil ist so und für mich wäre das schneller oder halt nicht so riskant und so. Der hat dich gerade übrigens wieder gemobbt. So ein Arschloch. Er hat wieder gesagt, ich wechsel das Team. Soll den Abstand halten. Wir glauben, dass du eine Zeitschaffe hast. Oh, er hat mir noch DRS mitgegeben. Cool, danke. Nice. Ah, wir müssen es einfach nur noch gut zu Ende fahren. Bitte. Bitte, ja, jetzt so nicht schief gehen. Wir haben so einen guten Abstand. Am Ende. Ja. So einen guten Abstand fast am Ende. Wird du jetzt nicht schief gehen, komm. Bitte. Bitte.
das ist doch schön, was hier gerade passiert. Besser als letztes Jahr, hätte ich mal gesagt. Ja, das stimmt. 2 Runden noch, komm. Konzentriert, na, das ist unglaublich. Ich habe 50 Sekunden zu Vettel. Ich hole den ja echt gleich ein. Wenn es nochmal 10 Runden gäbe, kann ich den gleich wegrammen. Und dann wieder letzter werden. Weil ich Scheiße gebaut habe. Gute Idee. Ja. Da mal eben dazwischen gedrängt hier zwischen Hartley und Grosjean. Ich bin glaube ich jetzt gerade bei Gasly. Das sein? Ja, Platz 18. Letzte Runde! Wehe Grosjean, du dampfst mich jetzt weg! Dann knöpf ich mir dein Dings vor und mach dich kaputt. Nice. Nochmal eine persönlich beste Runde gefahren. 1, 12, 6. Was ist deine beste? 1, 12, 4. Oh, das ist knapp. So, ganz entspannt nochmal hier zu Ende fahren. Nochmal ein bisschen aufs Gras raus. Sehr gut. Ein bisschen Dreck fressen. Richtig geil. Oh, Magnussen. Hi. Nice. Der Tank ist leer. Ich hab 0,00 beim Tank. 0,24. Yay. Yes. Directly behind. Ja. Directly behind Magnussen. Mach noch schnell 2 Bilder von dir, ohne jetzt zu gucken, wo Bottas ist. Yes! Sauber! Erster und Zweiter. Zum dritten Mal hintereinander. Wer hätte das gedacht? Ich nicht. Gar nicht. Wir wechseln Däume ab. Ich war Erster, dann warst du Zweiter, dann warst du jetzt Erster, dann ich Zweiter und jetzt wieder ich Erster, du Zweiter. Ja. Nice. So, Vettel, ich weiß nicht, ob ich dich überholt habe. Wäre ganz lässig. Eigentlich kein Problem mit. Wir gucken uns an. Ich bin aber auf die Rangliste gespannt, ey. Ohne ich Witz. Auch. Keine Ahnung, was jetzt passiert. Ich weiß auch nicht, wo Bottas war. Bottas ist Sechster geblieben. Oh. Ich sehe es noch gar nicht. Wieso sehe ich das noch nicht? Bottas ist Sechster. Ich schalte noch nicht auf die Rangliste. So, nee, ich auch noch nicht. Okay, Vettel 3, Raikön 4. Also es ist genauso wie... Wie gestartet, ja. Wie Grid, ja. Man sieht's ja hier links daneben, Bottas hat sich nichts Punkte verändert. Bekommen. 8 Punkte, oh. Ich sag ja, auf 6 bekommt man 10, hatte ich so geschätzt. Also 8 Punkte, schlecht. Auf die Rangliste, in 3, 2, 1, jetzt! Yay! Alter, was ist das? Alter. Was ist das? Kranker Scheiß. Boah. Boah, ey. Okay, also das heißt, wer das nächste Rennen gewinnt, hat die ist Weltmeister. Ja. Also zumindest zwischen Bottas, dir und mir. Ja. Junge, dann automatisch. Alter, what the fuck. Du bist 3 Punkte von Platz 1, ich bin 5 Punkte von Platz 1, 2 Punkte hinter dir, 4 Punkte hinter mir, Vettel. Was geht hier oh, ab? Oh, Scheiße. Was ist das? Das geht doch so in die Hose, ey. Das 35. letzte Rennen entscheidet komplett alles. 35 in der Konstrukteur, ja. Ja. Alter.
Junge, das letzte Rennen entscheidet komplett alles. Einfach alles. Was ein Fotofinish wird das in der nächsten Folge. Schaltet unbedingt ein auf beiden Kanälen. Alter, was ist das? Vettel kann auch noch Erster werden. Der ist ja auch nur 9 Punkte. Junge, ist das krank. Also Raikön und Hamilton sind jetzt abgeschrieben. So ziemlich. Zumindest von Platz 1, aber die können auch noch... Nee, können sie nicht. Doch, also auf Platz... Nee. Raikön kann noch nach vorne kommen. Nein, das geht einfach nicht. Okay, ja. Schaut in der nächsten Folge wieder rein. Ale ist natürlich auch verlinkt, also haut rein. Ciao. Ciao, ciao.